So ein neues Video für den Adventskalender des Kulturschockvereins. Ja, ich weiß, da hat man sich den ganzen Tag auf ein schönes neues Video gefreut und dann komme ich. Das ist ein bisschen so, wie wenn du beim analogen Adventskalender den ganzen Tag von einem geilen Stück Vollmilchschokolade träumst und dann liegt da ein verschrumpeltes altes Rosinchen drin. Zum Ausgleich habe ich mich extra bei IKEA vor eine Bücherwand gestellt, um dem Ganzen einen kleinen intellektuellen Anstrich zu geben. Ich hoffe nur, dass kein Verkäufer vorbeikommt. Deswegen ganz schnell zum Text. Voilà. Manchmal bist du deprimiert und fühlst dich schlecht. Hast keine Ahnung, wie das Leben funktioniert, fühlst dich vom Dasein und vom Schicksal permanent gedisst, denkst, dass der Soundtrack deines Lebens ein Tim Bensko-Schlager ist. Das ist scheiße, aber was auch scheiße ist, wenn du 3 Wochen Urlaub machst und kein Mensch hat dich vermisst. Wenn deine Freundin deinen Vornamen in schöner Regelmäßigkeit vergisst, wenn dein Liebesleben so ist wie ein Radler ohne Beine. Es kommt nur schwer in Tritt, denn mit dir ausgehen, das will keine. Wenn deine Freunde sagen, Alter, geh heute doch mal aus und eine geile Party feiern und zwar in deinem Haus. Wenn deine Witze schlechter sind als die von Mario Barth und deine Wohnung kleiner als der Kofferraum vom Smart. Oder wenn du von schönem Fußball träumst und dabei vergisst, dass der Club deines Herzens der Club aus Nürnberg ist. Wenn selbst das Entenfüttern sonntags ein Anlass ist zum Grämen, weil sich die Enten weigern, von dir Brot zu nehmen. Oder wenn du nicht aufhörst, deine Mutter nach deinem Erzeuger auszufragen, bis dein Onkel freundlich sagt, ey, kannst du auch Papa zu mir sagen? Oder wenn dein Hund mit 12 dir noch täglich voll Wonne auf dein Laken scheißt oder dein Vater, und das wäre wirklich krass, Alexander Gauland heißt. Ja, dann, mein Freund. Dann, wie soll ich sagen, dann hast du echt die Arschkarte gezogen. Dann kann dir nichts mehr helfen, außer vielleicht Drogen. Mir ging es früher ganz genauso, doch das ist jetzt vorbei. Seitdem ich Hardcore Drogen nehme, bin ich ständig high. Und ich kann sagen, dass sich mein Leben seitdem endlich wieder lohnt. Soweit ich das halt mitkriege. Immerhin bin ich ja ständig stoned. Neulich zum Beispiel. Neulich, ich war so guten Stoff echt nicht mehr gewöhnt. Ich hatte mich mit guten Sachen von meinem Dealer zugedröhnt. Eine Welt aus 1000 Farben, die Luft, sie oszillierte und ich merkte, wie ich abhob und voll krass halluziniertes. Ich war so glücklich. Ja, der Stoff, er war so gut. Ich wollte nie mehr runter. Doch plötzlich ließ die Wirkung nach und ich war auf Entzug. Was scheiße ist, denn ich krieg von guten Drogen wirklich nie genug. Doch wenn ich früher so auf Turkey war, ich gebe zu, da war ich übel drauf. Das ist heute anders, denn wenn ich heute Drogen kaufe, dann kaufe ich jede Menge Vorrat mit, den ich dann verstecke. Und zwar in meinem Bücherschrank, in einer dunklen Ecke, denn meine Drogen sind Gedichte, geile Lyrik, Poesie. Ein gelungener Reim ist für mich wie pures Ecstasy. Sonette, Haikus, Elfchen, es ist völlig einerlei. 2, 3 gute Zeilen und schon bin ich high. Ja, Gedichte, das ist der Weg, aus der Realität zu fliehen. Ich stehe auf Poesie, ich werde nie wieder clean. Ich lese sie leise oder laut, um ihrem Klang zu lauschen. Könnte mich an Dactylus und Jambus ständig hart berauschen. Als Einstiegsdroge, da ist Shakespeare mehr als nur berüchtigt. Einen Shall I compare thee to a summer's day? Ja, und schon bist du süchtig. Doch auch Trakl, Rilke, Ben, Else Lasker, Schüler, da gibt's echt guten Stoff. Das sind meine Dealer. Oder wenn Goethe sagt, bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst, da bin ich voll auf Speed. Das ist meine Kunst. Und auch die Franzosen, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire. Ich kann aus Erfahrung sagen, die kicken wirklich sehr. Du siehst, es gibt an gutem Stoff jede Menge Auswahl. Na, kann ich dich überzeugen? Wie wär's? Versuch's doch auch mal. Na komm her, na los, na komm, nimm das Buch. Und du wirst sehen, schon bald kriegst du davon nie, nie mehr genug. Ja. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich mit anderen Substanzen zu benebeln. Doch die machen nichts anderes, als hier das Hirn zu lähmen und zu knebeln. Und klar, du kannst auch kiffen oder lass mit Alkohol die Sau raus. Doch im Gegensatz zu Lyrik siehst du damit selten wirklich schlau aus. Drum, wenn du down bist,
Oder denkst, das Glück hat dich betrogen, dann geh in eine Bibliothek und dann hol dir einfach Drogen. Oder vielleicht hast du Sorgen. Oder auch nur einfach Angst vor dem Alleinsein. Alter, dann nimm dir doch ein Buch und zieh dir mal eine Line rein. Vielen Dank für den spontan aufbrandenden Applaus an den Endgeräten. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal in irgendeiner Kleinkunstarena. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf und bleibt gesund.